einen möchte ich unseren neu gewählten Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Herrn Oliver Hegel, begrüßen. Ganz herzlich, freut mich, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Frau Ellen Horstdörfer, Mitglied des Abgeordnetenhauses der SPD-Fraktion, möchte begrüßen Katrin Vogel, auch Mitglied des Abgeordnetenhauses von der CDU-Fraktion. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen unseren Bezirksstadtrat Sven Simlon, der ist ja hier quasi auch angesprochen, weil er ist der Sportstadtrat, aber er ist auch für die Heimatmuseen zuständig. Also verbindet sich ja beides mit dem Anlass und für Kultur. Also auch der richtige Fachmann. Dann haben wir den stellvertretenden BAV-Vorsteher, Herrn Wolfgang Knack, unter uns. Möchte aber auch begrüßen gleichzeitig den langjährigen früheren Vorsteher, Herrn Winfried Blom. Dann haben wir diverse Bezirksvorsteher von der SPD-Fraktion, Herr Michael Vogel von der CDU-Fraktion, von der Flader. Frau Flader von der CDU-Fraktion, ja, und natürlich alle anderen. Okay. Und auch unser Pfarrer anwesend, Herr Pfarrer Lockhoff. Und ich freue mich natürlich, dass die VSG Klinike anwesend ist. Der zweite Vorsitzende, Herr Rino Moch, ist da drüben. Wir haben also auch die Fahne vom Benatonverein Spieß 1883 mitgebracht. Also eine wirklich historische Fahne aus der Vorkriegszeit, die wir also für diesen Anlass hier der Öffentlichkeit zeigen. Diesen Verein gibt es ja eben seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Und der Nachfolgeverein heißt ja VSG Allklinike. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Joachim Schmidt, erstmal danke für die ausführliche Begrüßung. Und dann muss ich jetzt nicht mehr alle nochmal erwähnen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Seit vor einem Jahr das erste Mal dieser Weihnachtsmarkt Allklinike hier rund um die Kirche eröffnet wurde, war ich auch schon da gewesen und habe auch gehofft, dass das eine Tradition wird. Ich habe mich auch gerade umgeschaut und hab mir dabei gedacht, ja, genau das ist es, was ich mir in den Ortsteilen vorstelle an Weihnachtsmärkten. Was Würdiges, was ein Stück auch Bescheidenes, was hier vom Ort getragen wird und kein großer kommerzieller Schnickschnack. Das, glaube ich, wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Insofern möchte ich auch allen Beteiligten, die sich hier auch ehrenamtlich engagieren, von verschiedenen Trägern, Vereinen und Institutionen aus dem Ortsteil, möchte ich dafür herzlich danken. Und ich sage mal, es ist heute nicht der erste Weihnachtsmarkt, den ich eröffne, heute schon, aber es ist nicht der erste Weihnachtsmarkt. Und ich sage, die schönsten Weihnachtsmärkte sind tatsächlich die kleinen in den Ortsteilen, die eben von der jeweiligen Einwohnerschaft getragen werden. Dafür also herzlichen Dank für Ihr Engagement hier. Und Sie machen sich ja heute hier auch ein großes Geschenk noch selbst. Das gehört ja zu Weihnachten dazu. Heute ist es also ein gewaltiger Stein, der hier in neuem Glanz erleuchten wird, glaube ich. Wir kennen ihn noch vom letzten Jahr, wo die Schrift völlig verblichen war. Und wir erinnern hier an den Männerturnverein MTV Spieß, den es, Herr Schmidt hat es erwähnt, seit Kriegsende nicht mehr gibt. Aber es gibt eben einen würdigen Nachfolger, die Volkssportgemeinschaft Allklinike, die heute noch das Banner, das ist glaube ich auch das historische Banner, ja, genau. Das historische Banner in Verwahrung hält. Bevor jetzt der Ring noch heftiger wird, wünsche ich Ihnen allen eine schöne Vorweihnachtszeit, eine gelungene, ruhige Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Und jetzt wollen wir den Stein erfüllen, ja? Ja. Ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben als Bürgerverein Allklinike gesammelt, dafür